Hallo, herzlich willkommen hier zu einem Podcast Nummer, was sind wir? 6, ne? Glaube ich. 6? Sind wir 6? Hallo? Ich glaube ja. Hallo? Ja, ich denke doch. Ja. Ach du Scheiße, Mann. Kann man uns hören? Boah, das ist echt wirklich Mist. Wir mussten nämlich gerade jetzt auf einem komplett anderen, war das nicht das alte? Ja, das alte Intro ist noch für den Podcast gedacht. Der Trash Talk hat seinen eigenen. Nur so mal anmerken, wie auch immer. Es ist heute ziemlich durcheinander, Technik versagt und wir mussten halt auch auf einem anderen Streaming-Software ausweichen, weil der eine mal eben sagt, nö, ist nicht mal drin. Ja, und jetzt probieren wir halt mal mit diesen und hoffe, das klappt jetzt soweit in den nächsten 1,5 Stunden oder 2 Stunden, was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, solange es ja läuft, können wir ja dann trotzdem mal beginnen und warum bin ich jetzt gerade wieder nicht in den Chat drinne? Wieso habe ich denn jetzt keine Rechte mehr in dem Chat? Egal. So, erstmal hallo an René und Manni. Moin, moin. Moin. Mein Gott, ist das eine lange Leitung. Kommt mir das so vor, oder ist das wirklich so lang? Ich weiß nicht, bei mir ist es normal. Ja. Meinst du jetzt, bis es auf den Stream kommt, oder was? Nein, von euch, aus eurer Sicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel was sagt, dann dauert das irgendwie sehr lange, bis dann da von euch was kommt. Oder ihr macht es mit Absicht. Also jetzt hast du gerade deinen Satz beendet. Aha, ja, okay, ja gut, geht ja dann noch, ne? Das geht noch. Richtig. Ja, ich bin noch gerade ein bisschen durcheinander, ich war gerade noch unterwegs, deswegen gebe ich einfach mal das Wort an Manni, der sagt euch jetzt mal so die Themen, die wir heute so besprechen. Ja, kleinen Moment, ich werde hier gerade zugespammt von 5000 Leuten, die natürlich, die genau wissen, dass wir jetzt Podcast haben, aber das ist denen scheißegal. Schönen Gruß an Jan, wir haben jetzt heute die 6. Ausgabe und da reden wir natürlich über die Giga-App, die ja jetzt vor ein paar Tagen rausgekommen ist. Da können René und Kai euch ein bisschen was zu erzählen. Die haben sich das schon mal zu Gemüte geführt und insgesamt ein bisschen getestet. Dann geht es natürlich um das größte Thema dieser Woche, nämlich das im Forum ja angekündigt wurde, dass es einige Neuerungen geben wird, beziehungsweise heute kam ja dann auch der Podcast raus, in dem das Ganze nochmal aufgegriffen wurde, dass es so einen kleinen Relaunch geben wird. Zitat David. Ja, ansonsten haben wir dann noch als Thema die Giga Top 100 der besten Filme aller Zeiten und ich würde sagen, da können wir doch gleich mal mit dem ersten anfangen. Ja, oder was sagst du, René? Oh du, überhaupt kein Ding, du, ich bin dabei. Also fangen wir dann mit der Giga-App an, oder wie? Juhu, Giga-App! Ja, ich hab sie. Ja, ich hab sie ja auch. Ich wollte es eigentlich erst abfilmen, aber nachdem ich es versucht habe, konnte man aber auch nicht so viel erkennen. Also ja, das Handy-Display leuchtet dann immer auf der Aufnahme so, ne? Ja, ich hab, ist ein bisschen nervig. Ich hab ja so ein Aufzeichnungsprogramm, damit kann ich was auf meinem Handy geschieht, sozusagen aufnehmen. Naja, ist ja jetzt auch völlig, ist ja jetzt eigentlich auch völlig egal. Giga hat ja jetzt, ich glaube, das ist 1,5 Wochen jetzt circa her, haben jetzt die Giga-App rausgebracht für den iPhone, iPad und für die Android-Geräte und man muss auch schon vorweg sagen, keine Angst, für Windows Phone Nutzer ist es ja, ist glaube ich auch schon gesorgt, also es liegt auf jeden Fall schon vor und wird höchstwahrscheinlich auch noch daran gearbeitet, dass halt die Windows Phone Besitzer dann auch noch so eine App bekommen. Nichtsdestotrotz, auf der iPhone und beziehungsweise auf der Android-App sieht das völlig identisch aus, deswegen ist es eigentlich wirklich egal, ob von welchem Smartphone wir halt hier die App quasi oder aus unserer Sicht dann halt das dann so erklären, wie das funktioniert, wie auch immer, weil das ja eh gleich ist. Also mein erster Eindruck war halt, sehr übersichtlich, sage ich jetzt mal. Es sind sehr, sehr, sehr viele Themen vorhanden, die man dann halt so nach rechts, nach links scrollen kann und so weiter. Sehr, sehr geil. Man kann dann auf der Home-Seite dann die einzelnen Bereiche zum Beispiel auch dann meinetwegen Money. Oh, ja, Entschuldigung. Oh, Money, ey.
Auf jeden Fall, man kann dann halt die einzelnen Bereiche, zum Beispiel meinetwegen Games zum Beispiel, die möchte man vielleicht ganz oben haben, die kann man dann halt einfach nach oben ziehen. Da geht man halt in die Einstellung rein und dann hat man so die einzelnen Bereiche und die kann man dann halt per, Drag and Drop und wie auch immer so nach oben ziehen, nach unten ziehen. Je nachdem, man kann auch sogar die einzelnen Bereiche ausblenden, die man halt nicht haben möchte, die halt auf der Startseite angezeigt werden und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen, man kann das Ganze auch halt offline nutzen. Das heißt, man müsste dann im Endeffekt immer wieder auf Aktualisieren klicken, damit man halt die neuesten Sachen heruntergeladen bekommt. Das Lustige ist, ich habe gerade die App gestartet und ich bekomme keine News angezeigt. Gar nichts. Okay. Ich bekomme nur angezeigt einen Button für Impressum, AGB und Feedback und wer der Entwickler ist. Und wenn ich die App schließen will, dann kommt die schöne Meldung, bitte abonnieren Sie zunächst eine Giga-Themenwelt. Hm? Wir nehmen alles zurück. Also da muss ich jetzt gerade mal selber gucken. So, ich gehe jetzt einfach mal in die Giga-App rein, ja? Und jetzt gucke ich. Das ist echt geiler Furfi-Effekt heute, das ist super. Ja, muss ich auch sagen. Bei mir wird gar nichts angezeigt. Ja, ihr merkt ja auch gerade, unser Chat aktualisiert sich nicht. Ich weiß das gerade nicht. Ich habe versucht mal einer mal was in den Chat reinzuschreiben, mal vielleicht einer von euch beiden. Na, ja, ich habe versucht, was rein. Hast schon was reingeschrieben, aber es wird nicht angezeigt. Ich hab Käse reingeschrieben als Test und bei mir wird's angezeigt, das Käse. Ja, angezeigt. Nein, bei mir wird's nicht angezeigt, das meine ich. Der Chat bei mir, der hängt sich auf, ständig und das permanent. Das ist. Oh. Ja, dann ging die App noch, ey, das kann nicht an. Ich starte ja, das liegt ja alles daran, weil ich hier diese blöde. Entschuldigung, Kacksoftware drauf packen musste für den Streaming und der zieht mal eben so. Nicht funktionieren, die App zu tun. Nee. Und der zieht mal eben so immens an meiner Performance hier, meine Rechnerleistung und was weiß ich alles. Aber das läuft echt mies. Wir müssen echt mal zusehen, dass wir mal eine andere Software bekommen. Oder halt. Naja, egal. Mimi. Ansonsten. Ja, das kriegen wir schon. Nächste Woche haben wir wieder, wie gewohnt, haben wir ja schon drüber geredet, ne? So, redet einfach mal weiter, ich kümmere mich einfach mal jetzt einfach um den anderen Chat, weil das geht mir gerade echt auf den Keks. Ja, ich frage mal in die Runde rein. Kai hatte schon gesagt, er selber kann es nicht aufzeichnen, aber wir haben ja bei uns im Team den Dominik, der hat ja mit seinem Aeropod schon öfter sowas gemacht. Ich kann ihn ja einfach mal anfragen, wenn ihr sowas haben wollt, so eine Art Review der Giga-App. Keine Ahnung, ob ihr da Interesse dran hättet. Wäre dann allerdings die iPod-Version, also iTunes-Gedöns. Mhm. Sag einfach iOS-Version. Doch, ich bin mal eben aus dem Chat rausgeflogen. Ist ja geil. Ach ja. Und der versucht jetzt wieder auf QuakeNet. Ist egal. So, weiter geht's. Ja, also Giga-App finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Vor allen Dingen auch die Umsetzung ist sehr gut gelungen. Man kriegt eigentlich alles zu sehen, was man sehen möchte. Es gibt halt zwei negative Punkte, was aber auch schon um Längen angesprochen wurde, ist zum Beispiel, dass die Kommentarfunktion natürlich nicht vorhanden ist und der Login-Bereich. Ja, dass man sich halt nicht einloggen kann. Ich meine, okay, wozu halt braucht man eigentlich einen Login-Bereich, wenn man ja sowieso keine Kommentare hinterlassen kann oder wenn kein Forum vorhanden ist oder so. Ja, ich finde den Login-Bereich schon wichtig. Also ja, aber wenn du dann keinen Nutzen hast, dann brauchst du auch keinen Login-Bereich. Na, vielleicht arbeiten sie dran. Vielleicht geht ja deswegen die App bei mir nicht, weil sie dran arbeiten. Meinst du? Ja, man weiß es nicht, ne? Meinst du wirklich? Hast du denn schon getestet bei dir, Kai? Was denn? Ob die App bei dir geht? Ja, bei mir funktioniert die. Wieso sagt jetzt mein Handy, ich habe einen falschen PIN-Code eingegeben? Also bei mir funktioniert reibungslos und alles wunderbar. Ja, geil, ich habe keine Rechte, nix. Handy geht wieder, juhu. Ah, ich finde das so toll. Echt, das klappt heute echt wunderbar. Heute läuft alles super. Heute läuft alles wie geplant. Das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, weil die eine Software einfach sagt, nö, ich habe heute keinen Bock mehr und wir mussten dann halt auf eine andere Software umsteigen und ja. Und jetzt läuft hier alles miserabel. Ja, heute der Failcast. Live und in Farbe. Oh, jetzt lädt der Chat bei dir aber extrem. Was war das denn? Nee, ich habe mich gerade neu eingeloggt. Achso, okay. Hat jetzt jeder dein Passwort gesehen? Guck mal, selbst um die Rechte zu vergeben, das ist der Wahnsinn, selbst um mir die Rechte zu geben, dauert das 3 Sekunden, bis er das überhaupt erst übernimmt. Das muss man nicht mehr wegstecken. Ach, egal. Diese scheiß App, ey, das kann doch nicht angehen. Giga, ey.
Was ist los? Ja, Immer gut. noch. Scheiße. Ey, was ist denn da? Gut, das kann auch an meinem Handy liegen. Ich habe ja noch eine Beta-Version von Android 4.0. Vielleicht hat es da irgendwie. Ja, wir haben das ja heute im Laufe des Tages schon gemerkt. Gerade heute, als wir den Podcast sozusagen schon fertig vorbereitet hatten, ging es ja dann los, dass am Forum bzw. irgendwo auf giga.de rumentwickelt wurde, und alles zerstört und wieder neu gemacht und dann wieder zerstört und wieder zum Alten gemacht. War ganz witzig zu sehen. Den ganzen Tag Ja, über wurde rumprogrammiert. also da wurde echt dermaßen alles so komplett auseinandergenommen und dann wurde halt irgendwie ein Teils vom alten Design draufgespielt und jetzt wieder alles normal und dann hinterher fragt dann Jonas dann noch im Forum, ja, wollt ihr doch wieder das Alte haben und Geil. ja, warum nicht? Hallo Mucke Freak. Hallo Mucke, 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 Freak. Da gibt's ein, da gibt's Warum ein, muss da ich jetzt gibt's. an Maximum Ja, Noise da denke ich auch gerade daran. Ich denke mal, dass er denken? Mucke wahrscheinlich das Freak. daher dann hat oder so. Ja. Ja, aber Sachen Forum, ja, mal schauen. Vielleicht war das einfach nur so testweise, dass sie einfach gesagt haben, ach komm, wir versuchen jetzt mal was und ja gut, sah scheiße aus, also machen wir es im Hintergrund dann anders und spielen das dann neu drauf oder so. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen auch die Dominik. Menüleiste oben fand ich ja total interessant heute Morgen, ne? Als die da war, diese komische Benutzermenüleiste. Interessant, ja, schön dich, aber das ist jetzt mal Ja. egal. Vor allen Dingen lustig war auch hier bei kurzen oder bei persönlichen Benachrichtigungen und so weiter, das wurde immer in grün dargestellt, alles andere wurde in hellblau dargestellt. So geil. Fail. Ja, nee, also Spieler ich sag Fail. mal. Das ist ja so, wenn du irgendwie programmierst, dass du dann halt eben teilweise so schrottige Ergebnisse rausbekommst. Das ist ja wahrscheinlich auch nur, haben die ja selber rumprobiert. Aber ganz ehrlich, warum entwickelt man denn live bei Giga? Warum macht man das nicht auf einem Testserver oder irgendwie sowas in der Ja, aber Richtung? ist auch mal so, YouTube kann's ja genauso gut, ne? Man hat's ja Ja, gesehen, YouTube kann es genauso gut, ja. genau, weil letzte beiden Tagen hatte ich ja echt immense Probleme. Also oder diejenigen, die bei uns auf der Facebook-Seite das Ganze mitverfolgt haben. Also YouTube hat da mal echt mies, also richtig scheiße gebaut und ich konnte echt 2 Tage lang keine Videos hochladen. Das war echt wirklich so. Geht's denn jetzt wieder? Ja, jetzt geht's wieder. Ich habe jetzt heute Morgen das Let's Play, was eigentlich Montag rauskommen sollte, hochladen können, ja. Was lese ich hier? Also Wampe schreibt, immerhin ist Jonas vermehrt im Forum unterwegs. Ja, hat er ja geschrieben. Martin und er sind ja sozusagen von ihren Aufgaben befreit und mehr oder weniger. Und dürfen jetzt im Forum offiziell von der Geschäftsführung anscheinend beschlossen rumgeistern und mehr aktiv sein da und was weiß ich was. Und wer das mit Mukulfi gesagt hat, das war ich. Also übrigens der rechte, also ganz rechts im Bild. Hallo! Das ist der rechte. Also du bist rechts, René ist rechts Mitte und ich bin ja. links. Du bist links. Dann muss ich jetzt bei dir einmarschieren und dich vernichten. Der Linke. Ging mir letzte Boah. Woche an. Der Linke und der Rechte. Okay, das war jetzt gerade so ein bisschen, naja. Ja, hat doch der Ja. eine Vogel im Chat geschrieben. Ich wiederhole nur, was andere Leute sagen. Ja, Kai und ich, wir kennen beide Maxim Noise. Das Ja. glaube ich jedenfalls, ja. Doch, ich kenne das, ja. Ich kenne auch ein paar andere Lieder von dem. Ja, sehr Also guter. Rap-Lieder. Aber die Texte sind echt geil. Also, ja, sind nicht schlecht. Also René, pfeift dir das mal rein. Sind nicht schlecht. Ja, Ja. Werbung, Werbung, Schleichwerbung, Schleichwerbung, Stimmt, wir Gigamax. haben jetzt. Also wir haben jetzt echt unheimlich schnell die Giga-App durchgehabt. Ja, Ähm, gut. Ja, das Forum. ging wirklich sehr schnell. Kleine Sache noch gerade Ich geb zum. der App noch eine Chance. Ich versuche jetzt nochmal zu starten. Versuch's Und wenn nochmal es zu immer noch starten. nicht geht, dann lassen wir das für heute. Ich lese gerade im Chat, also der Martin ist Okay, hat sie nicht erledigt. Martin Beck, sondern jemand Martin aus der Entwicklung. Ah, ich weiß, wer Muckefreak ist. Das alleine der Satz schon, Kai, klar kennst du das, nämlich von mir. Oh, jetzt weiß ich schon, wer das ist. Wie ist das gemerkt? Nee, Ach Gott. ganz ehrlich nicht, ne?
Naja, egal. Man kann so spüren, wie bei Kai im Kopf jetzt so ein Schalter runtergegangen ist. So, ja, da hätten wir hier zwei Sachen ja unheimlich schnell durch. Und wir haben jetzt gerade 20 Minuten um. Leute, das sind echt, also heute ist wirklich, ja, wir rasen wie Sebastian Vettel. Ja, aber ja, nur bis zum zweiten Rang. Aber rasen dabei gegen einen Baum jedes Mal. Das muss man auch noch dazu sagen. Ab in den Baum. Gut, da gab es noch ein drittes und zwar haben wir. Was war das denn noch? Ach ja, genau, wegen Peggy. Ah ja, genau. Da war ja auch noch so ein Thema. So mit Führungswechsel oder sowas in der Art. Genau. War mal so angedeutet, gesagt, wie auch immer. Dass dann, ja, ich glaube, dann der Fabi dann vom Peggy dann abgelöst wird und weil er sich dann halt über zu den anderen Aufgaben ja widmet sozusagen und die Peggy dann halt das Ganze übernimmt und ja, irgendwie so. Gab's mal so gerüchteweise was. Ja. Aber es geht eigentlich darum, dass halt Peggy und kurz drauf, beziehungsweise vorher, Jonas sich halt im Forum gemeldet haben und gesagt haben, ja, es wird jetzt relativ große Neuerungen geben. Wie die ganzen jetzt aussehen sollen, haben sie natürlich noch nicht verraten, hat Jonas ja auch noch mal gesagt. Früher haben sie das gemacht, dann kommt das und ist ja dann nach hinten losgegangen. Das erste ist ja schon mal der Relaunch, dass dann einfach gesagt wurde, ja, der kommt dann und dann und dann hat es sich ja dann 5 Monate oder so hingezogen. Ja. Und deshalb wollen die das halt eben nicht mehr so bekannt geben, was das jetzt genau ist und wann vor allen Dingen. Ja. Ja, auf einer Seite schön, dass der Relaunch nicht so lange hingezogen hatte, weil dann konnten wir die alte Seite noch genießen, aber auf der anderen Seite auch scheiße, weil jetzt erst haben wir die ganzen Probleme und den hätten wir schon eher haben können und vielleicht auch schon gewiss haben können, aber naja, egal. Ich versuche mir gerade die Stelle zu finden. Das war in dem Forums-Thread Diskussionen über Rückgang der Forumszahlen, gegebenenfalls Ideen. Da war hier von Moddercool. Und da hat sich der Micha auch noch irgendwann mal zu Wort gemeldet. Und ja, so zwischendurch. Ja, genau. Am 16.03. war das. Und da ist wohl laut Jonas, beziehungsweise auch laut Peggy, also das Originalzitat von der Geschäftsleitung, wenn ich es jetzt gleich finde. Wo ist es denn? Na, redet ihr mal weiter, ich such's mal gerade. Kai, wie war dein Tag heute? Oh, sehr, sehr aufregend. Ja. Erzähl doch mal etwas genauer. Ach, der Manni ist wieder da, vergiss es. Danach kannst du uns von deinem spannenden Tag erzählen. Nee, also hier Originalzitat, Geschäftsleitung, anscheinend das Giga-Forum ist der Kern Gigas, das war immer so und das wollen wir auch wieder so haben. Sonst sind wir einfach nur noch ein seelenloses Portal wie jedes andere dort draußen. Ja, klingt ja so nicht schlecht. Ist halt die Frage, wie wird man es jetzt spüren? Wie wird es jetzt effektiv sein? Dass das Forum als Kern für Giga irgendwie das zu bezeichnen, finde ich jetzt ein bisschen zu hochgehoben, so meiner Meinung nach, weil das Forum ist im Endeffekt ja nur für Diskussionen. Ja, ich meine, aber das Forum ist zwar für Diskussionen gedacht oder dass halt die Community, naja, zusammen halt kommunizieren können. Trotz alledem ist immer noch die eigentliche Giga-Seite halt das Flaggschiff und das Forum einfach nur nebenbei. Genau. Ja, vorher kamen halt die Beschwerden, dass das Forum, beziehungsweise Forum ist da eher ein Synonym für die ehemaligen oder alteingesessenen Giga-User sozusagen. Ich denke mal, das kommt wahrscheinlich deswegen, weil die das einfach so denken, ja, zu Micha, Carsten und Thomas Zeiten wurde das Forum natürlich aktiver genutzt als die eigentliche Seite.
Und deswegen sehen die das wahrscheinlich dann einfach auch so, aber es ist mittlerweile nicht mehr so, sondern die Seite ist nun mal halt jetzt aktiver geworden als das Forum selber. Weil das sehr viel Content jetzt mittlerweile enthält und da konzentriert man sich dann schon etwas eher als auf das Forum selber. Und Ich hätte es vielleicht an ihrer Stelle umformuliert und anstatt Forum hätte ich jetzt Community da eingesetzt. Ja, das, aber ich das, auch das hätte dann gepasst. Ja, das ja, wurde ja auch gerade geschrieben von Terranas. Weil dann, wenn die das dann halt so sehen, dann könnte man ja auch theoretisch einfach nur Giga raus und einfach nur Forum rein. Ja. Ja. Ist das so, wenn man das so als Kern sieht? Ja. Machst du eine Entkernung oder wie das heißt. Genau. Die Schale drumherum raus und genau, Kerne rauspulen. Ja, die Schale ab, das Innere nach außen und dann. Und das Äußere nach innen. Das Äußere nach innen kehren. Also, wenn man Giga.de eigentlich kommt man direkt auf dem Forum und wenn man News lesen will, muss man erst ganz nach unten scrollen. Da ist also ein kleiner Button, der wirklich nur ein Pixel breit ist, den man nur mit einer Giga-Logistik zum Beispiel vergrößern kann, wo dann News steht. Da muss man dann draufklicken. Dann muss man sich erstmal durch verschiedene Fragen, ob man das wirklich dahin will, erstmal durch Ja klicken, ungefähr 10, 20 Fragen und dann kann man erst News lesen. Nee, vorher muss man es erstmal auf Facebook teilen, ja, bevor man diese lesen kann. Plus auf anderen erfundenen Netzwerken. Dann darfst du erst News lesen. Ja, dann darf man. Da kommt viel auf uns zu. Das wird toll. Ja. Was Jonas weiterhin geschrieben hat, ist, dass halt eben, wie du gerade gesagt hast, Kai, Geschäftsleitung ein bisschen sich ändert und die Entwicklung auch noch mal ein bisschen sich ändert oder enger zusammenarbeitet. Das steht da nicht so explizit. Und dass er sich mit ein paar Leuten zusammengesetzt hat und so die wichtigsten Features mal ausgekramt hat, die relativ schnell umgesetzt werden müssen. Hm. Das sind aus meiner Sicht viele. Einige haben nicht so eine hohe Priorität, wie ich finde. Ja, aber ja, doch, das ist schon einiges, ja. Ja. Also da frage ich mich dann auch um, wie lange werden die dann wohl noch brauchen? Ja, also ich sag mal, da gibt es ein paar Features, die echt noch schmerzlich vermisst werden. Ich sag mal, so Sachen wie das Wallpaper Warehouse, okay, wäre ganz nett, aber muss ich jetzt nicht so unbedingt haben. Endeffekt gibt es die noch. Die gibt es noch sogar, aber halt nur in einer sehr abgespeckte Variante. Das heißt, wurden nur noch die besten Wallpaper, in Anführungsstrichen, auf die Seite gesetzt. Und alles andere, was so nur so ein bisschen versteckt waren, die wurden komplett rausgenommen. Aber glücklicherweise ist ja mein Wallpaper auch noch dabei. Die Galerien müssen auch wieder kommen, in den Profilen zum Beispiel. Die fehlt gut, dass mir auch. Ich damals meine ganzen Bilder abgesichert habe, bevor. Ach, generell bei den Profilen, beziehungsweise bei MeinGiga, was ja so ein mega geiles Feature werden sollte, wo David ja auch gesagt hat, das war ihm persönlich wichtig, fehlen noch so viele Sachen. Ganz ehrlich, das ist eigentlich ein normales Benutzerkonto, wo man. Also, jetzt kann man echt nicht. Kann. Ja, also jetzt momentan kann man echt nicht viel machen. Ja. Oh, mein Headset geht leer. Verdammtes Wireless-Gedöns. Der ist ausgelaufen. Tja, ja. Warum sage ich immer, ich kaufe niemals schnurlose PC-Hardware? Ja, weil genau sowas vorkommen kann. Nicht, aber ich hatte keine Kohle für. Ich halte nämlich überhaupt nichts von schnurlose Kabelgedöns. Also schnurlose Hardware-Geräte. Ach nee, du kannst ja gar nicht sehen. Was, wo? Nee, schnurlose Maus, schnurlose Tastatur, läuft alles super, also. Ich habe auch Markus hier liegen. Nee, ich habe nie das Problem, dass bei mir irgendwas leer geht. Ich hab generell eine Abneigung dafür, weil es kann einfach sein, selbst wenn die Akkus oder was auch immer voll sind, es kann trotz alledem mal sein, dass das Ding auf einmal nicht mehr funktioniert. Beziehungsweise, ja, vielleicht ist es halt dann doch irgendwann leer gekauft, und. Ich habe mir das gekauft eigentlich für das Handy und hatte dann keine Kohle mehr für ein kabelgebundenes. Ich habe hier noch ein altes, da ist aber eine Seite taub. Deswegen, das schließe ich jetzt einfach mal an und hoffe das Beste. Mann. Versuch's einfach mal. Test, ob der Chat überhaupt noch mitgelesen wird. Natürlich wird der Chat noch mitgelesen. Wampe schreibt, Manni, du hast einen kleinen Penis. Manni hat einen kleinen Piep. Wurde geschrieben. Das von ist meine Meinung. Ja, der Manni ist nicht da. Das ist auch schön. Ja, Manni ist verschollen. Er schämt sich jetzt für seinen kleinen Piep. Ja, ja.
Tja, typisch. Kann das sein, dass du nebenbei irgendwie nur eine Webcam anhast? Wie kommst du denn darauf? Weil deine Sprachqualität ultra beschissen ist. Nee, aber da habe ich überhaupt kein Dingens an. Kein. Auch wenn du keinen Ton anhast, das ist ja scheißegal. Du hast schließlich eine Webcam da laufen und das zieht deine Leitung ziemlich gerade in die Knie. Deswegen kommst du auch so schlecht rüber. Ja, doch. Weil Money ist ja glasklar da. Du nicht. Deswegen habe ich dich extra gefragt wegen Webcam. Da konnte ich mir nämlich vorhin schon denken. Weil sonst normalerweise klingst du nie so schlecht. Ich dachte erst, das würde an mir liegen, aber das ist es ja nicht. Immer hab ich Schuld. Ja. Nein. Ich lese gerade im Chat und denke mir so, nein. Was nein? Nein, Matze, nein. Ich weiß jetzt nicht, was du genau meinst, aber ich habe jetzt echt gedacht, der meint jetzt die Droge 08. Aber der steht nicht im Skype-Call-In. Nein, verarscht. Matze, ey. Wenn ich dich irgendwann mal kriege. Geht so wie gar nicht. Ja, Manni, das ist ja schön. Dann kannst du uns ja noch nicht mal hören. Obwohl, der könnte theoretisch ja was sagen. Weil sein Mikro funktioniert ja. Ja. So, bin ich jetzt besser? Sag nochmal was. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla bla bla, Mr. Freeman. Bla bla bla, Freeman. Bla 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 bla, bla Mr. Freeman. Bla 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 bla. Und? Boah, pff, nö. Keine Ahnung. Super. Ich hab keine Ahnung. Ja, wir haben eigentlich jetzt alle Themen durch, ne? Können jetzt schon wieder Schluss machen. Ja, war schön mit euch. Tschüss. Nee, natürlich nicht. Wir wollen uns natürlich weiter über Giga unterhalten, aber ja gut, wir haben halt drei Themen durch. Weil es gab nicht so viel. Muss man ganz ehrlich sagen, es gab jetzt in den letzten beiden Wochen jetzt nicht so wirklich viel. Nee, gab nicht wirklich viel. Doch, Top 100. Ach ja, schon wieder die Falle, stimmt. Hallo. Die Top 100, da fällt mir gerade ein, die hatten wir noch gar nicht gehabt. Die besten Filme aller Zeiten, was sagt ihr denn dazu? Ich habe mir die Videos immer noch nicht dazu, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mir die ganze Zeit. Deswegen kann ich da jetzt nicht. Also ich hab bisher erst nur die erste Folge reinziehen können, die zweite noch nicht. So, ich habe beide gesehen. Ich bin jetzt auch, kann euch jetzt auch wieder hören, sitze jetzt hier mit meinen 10 Euro teuren Kopfhörern, die beste Qualität unter Gottes Sonne haben. Nicht. Ist ja egal, du klingst trotzdem beschissen. Ich weiß. Wie immer halt. Ja. Ja, okay, schieß los. Was? Wie ich die Top 100 finde? Ich finde die... Finde die sehr geil. Ich finde vor allen Dingen das Intro episch irgendwie. Das ist mal richtig geil. Wobei David gesagt hatte, er finde das nicht so ganz toll. Auch wenn es gut gemacht ist, aber er finde es dennoch nicht so ganz toll. Also es gefiel ihm nicht so sehr irgendwie. Ich finde es halt gar nicht. Also ich sag mal, diese Idee mit diesen Köpfen, die da überall reingesetzt haben, die ist halt einfach geil. Ja, das fand ich auch sehr, sehr geil gemacht. Also, es war nicht schlecht. Also, dass man die einfach so in irgendwelche Filmausschnitte dann so mit integriert und so. Aber sehr gut umgesetzt. Ja. Es hat jetzt halt keinen. Das ist natürlich nicht so ein Hollywood-Ding. Keinen künstlerischen Wert. Ja. Was will uns der Typ jetzt damit sagen? Das jetzt nicht, aber ja. Es ist trotzdem schon sehr geil umgesetzt. Ja. Also, mir gefällt das eigentlich sehr gut. Also, was kam denn jetzt hier eben im Chat? Release von The Witcher auf der Xbox? Nee, habe ich keine Meinung zu. Witcher, gutes Spiel, habe ich für PC, brauche ich nicht für Xbox. Von daher. Ja. Ich bin allerdings gespannt, ob dann halt auch in den Top 100 auch meine Filme vorhanden sind. Die ich ja auch noch gewotet habe, aber ich glaube. Wie kann denn das, Kai? Besonders natürlich Back to the Future 1 bis 3 und ich glaube auch, dass sie sehr, sehr weit vorne mit vorkommen werden. Ich versuche jetzt mal gerade den Thread zu finden im Forum nochmal, beziehungsweise meinen Post, weil das ist so ewig her, dass ich da was reingeschrieben habe. Ja, ich weiß auch. Meiner steht auch irgendwo, glaube ich, noch. Schick den Link doch mal bitte dann bei Skype. Ich will mal gucken, was ich gewählt habe. Ich habe es nämlich schon wieder vergessen. Weil ich stehe nämlich, glaube ich, auf der 5. Seite oder so von dem Thread und da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz. Also auf jeden Fall war das Back to the Future 1 bis 3 und dann noch andere 2.
Mehr weiß ich nicht. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich hatte. Ich weiß es. Also da sonst... Oh, ist das schon wieder da. Nee, aber sonst... Ja, wenn du es finden solltest, wäre es natürlich optimal. Also, das wäre natürlich geil, ne? Oder wie Dieter... Ja, nö, weil die Suchfunktion zeigt nur die neuen Beiträge an. Also die nach Relaunch geschrieben wurden. Super. Hä? Ja. Ich dachte, das wieder mal generell. Scheiße, zumindest so. Weil ich gehe nämlich ganz stark davon aus, dass ich mehr als 20 Beiträge geschrieben habe. Was hast du denn da alles reingeschrieben? Jeder sollte doch nur einmal was reinschreiben und nicht 5.000, 6.000 Mal oder so. Nein, ich meine jetzt insgesamt. Also er findet jetzt irgendwie 20 Threads, wo irgendein Beitrag von mir drin ist. Geht doch einfach wieder über die Gigasuche. Such doch nicht in deinen Account nach. Oh, wie umständlich machst du das eigentlich? Ja, gib einfach über Suche Top 100 ein und dann kommst du automatisch schon zu dem Thread. Anstatt auf letzte geschriebene Threads zu gehen oder wie auch immer. Das ist ja, nee, klar, ich habe noch meinen Benutzernamen so gesucht, weil ich dann am ehesten noch finden kann. Oh, hör mal, also wenn ich nach Username suche, ja, dann finde ich das aber auch nicht direkt. Dann muss ich auch erstmal suchen und suchen. Also ich habe mal Top 100 eingegeben, der findet nichts. Wie, der findet das nicht? Das ist doch im Forum drin, ihr Hammel. Ja, schon, aber die Suchfunktion ist jetzt auch nicht so. Thema Backfix. Aber jetzt können wir ja mal testen, wie gut die Suchfunktion funktioniert. Ja, deswegen, das kam ja auch in den Sinn. Der Live-Test. Ja, genau, der Live-Test. So, ich gehe jetzt einfach mal in das Forum rein. Vor allem das Witzige ist, immer wenn ich mich einloggen will, werde ich automatisch im Forum weitergeleitet. Naja. Okay. Ja, das hab ich aber auch, das finde ich nervig. So, Tatsache, der findet echt gar nichts. Oh, ich habe mal Top 100 zusammenschreiben alles. Dann findet er ein paar Threads. Mal gucken, ob ich den 13. Ausgabe Giga TV offiziell, bla bla bla. Das hat das alles mit Top 100 zu tun. Kabel 1. Ja, Prinsche Kotzen. Ist die Top 100 komplett rausgenommen worden? Ich habe keine Ahnung. Weil das sind zwar schon, guck mal, ich sehe hier Beiträge von 2005. 2005, 2006 und so weiter und so fort. Aber von der Top 100 der Filme, also die Filme, die besten Filme aller Zeiten, davon sehe ich gar nichts. Terranos hat es bei uns in den Chat hier reingeschrieben, er war so nett. Wo hat er das denn gefunden jetzt? Ja, toll. Giga Top 10. Terranos, wir lieben dich. Wonach hat er denn jetzt gesucht? Weiß ich nicht. So, irgendwo am Anfang müsste ich stehen. So. Ich glaube, ich stehe auf der 5. Seite. Es ist jetzt wie TS. Oh, Pierre 17 hat sogar auch was reingeschrieben. Der ist heute aber nicht da. Geil, die ganzen Avatare funktionieren wieder nicht im Forum. Ich sehe hier gerade vom Severin, was der so reingeschrieben hat, auf Platz 1 der Truman Show, den ich mal gesehen habe. Mit Jim Carrey. Sehr geiler Film. Ja, ist es auch. Also mit Jim Carrey, das ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, ja. Ich kenne viele Leute, unter anderem auch meine eigenen Eltern, die Jim Carrey total scheiße finden. Ich finde den eigentlich ziemlich geil. So, ich habe meinen gefunden. Ich habe auch meinen gefunden. Auf Platz 1 Highlander. Okay, das war klar. Platz 2 Batman The Dark Knight. Auf Platz 3 Scott Pilgrim vs. The World. Auf 4 und Kick-Ass. Und auf 5 Watchmen. Meinen habe ich nämlich jetzt auch gerade gefunden. Und das war nicht auf der 5., sondern 3. Seite. Back to the Future 1 bis 3. Und ja, da ich halt nun mal Star Trek-Fan bin, habe ich Star Trek 2009 reingesetzt. Und Star Trek und Star Trek 2 Zorn des Khan. Zorn des Khan. Oh, okay. Ja, und meine Filme lese ich nicht vor. Das bleibt ein Geheimnis. Findet meinen alten Benutzernamen raus und guckt selbst. Nein, ich habe Pulp Fiction, Der Pate, Kick-Ass, Stichtag und Jurassic Park. Ja, cool. So. Stichtag habe ich noch gar nicht gesehen, komisch. Aber der ist geil. Du musst unbedingt gucken. Der ist so geil. Ey, das ist einer meiner Lieblingsfilme geworden. Ich habe halt einfach echt so. Ich gucke einen Trailer und denke mir so, cool, den musst du im Kino gucken gehen. Machst es? Nein. Weil irgendwie. Keine Ahnung warum. Das ging mir auch bei Sherlock Holmes 2 so,
Weil ich den ersten Teil tatsächlich sehr geil fand. Da kann ich nicht mitreden. Nee, hast du nicht gesehen? Nö. Welcher war das nochmal? Das war diese witzige Neuverfilmung mit Robert Downey Jr. Nö, nicht gesehen. So türkisch für Anfänger, gut oder schlecht? Keine Ahnung, nicht gesehen. Nicht gesehen, aber sieht schon schlecht aus. Ja, also der Film sieht wirklich schlecht aus. Ja, ab und zu mal so ein paar kleine Stellen mal witzig, ich so auch, wegen den ich Sprüchen. Ich habe auch diese Serie nicht gesehen. Nee. Die Serie ging eigentlich, also wenn man mal wirklich nichts anderes zu gucken hatte, konnte man sich reinziehen. Aber der Film, das ist ja so ein totaler Reboot irgendwie, wo die sich irgendwie während des Urlaubs kennenlernen und im Flugzeug abstürzen und keine Ahnung was, finde ich total schwachsinnig. Das reicht Martin Beck hat total gesagt, raus. Dass das ganz gut sein soll. Was? Martin, was ist los mit dir? Echt mal. Ich bin schockiert. Underworld Awakening, ist das jetzt der jetzt neu reingekommen ist? Ich bin mir gerade jetzt hier. Keine Ahnung. Weil Underworld kam letztens nochmal im Fernsehen und ich liebe diesen Scheiß. Das ist richtig gut. Ja, wir gehen jetzt, glaube ich, schon mehr zum Off-Topic oder so. Ja, gut, klar. Aber wir haben ja sowieso nichts anderes mehr. Ja gut, doch, ich hätte noch eine kleine Sache und zwar ging, ja, was heißt gerade eben, also heute Nachmittag, der Giga-Guide, alle Heftvollversionen im März 2012 online. Also das ist jetzt so eine neue Rubrik, hoffe ich zumindest mal, dass es davon noch weitere Teile davon geben wird. Von Heften, die jetzt rauskommen in diesem Monat, wo dann halt Vollversionen drin sind, beziehungsweise Demo-Versionen oder was weiß ich, was alles. Und da macht der gute David, beziehungsweise Giga, jetzt halt eben so eine kleine Übersicht, was denn da drin ist. Gibt so ein kurzes Review dazu, wie viel das Ganze kostet und halt so ein Abschlussfazit, ob man sich kaufen sollte oder ob es nicht lohnt. Warte, die bringen eine eigene Zeitschrift raus? Nee, die haben jetzt eine Übersicht gemacht von Zeitschriften, die es gibt. Also PC Games, ja, GameStar. Okay. Ich hab das gerade falsch verstanden. Ja, nee, ist ja okay. Aber wäre auch eine coole Sache gewesen, wenn ihr jetzt... Giga-Zeitschrift. Ja, Giga-Zeitschrift, ja. Ja, ich habe mir heute noch neue Giga-Magazin geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das sagen kann, aber sowas in der Richtung stand ja mal im Raum. So ist nichts. Vor allen Dingen können wir dann auch schön so die Werbeflächen also in der Zeitschrift noch mieten. Giga-Fame ist gedruckt dabei, so zwischen den Seiten und so. Aber zu diesem Giga-Guide, ich poste mal gerade für den Chat den Link rein, könnt ihr euch auch noch an die Zeit erinnern, dass man so Zeitschriften gekauft hat, nicht weil da irgendwie gerade ein gutes Spiel drin ist, sondern weil man echt diese Zeitschrift lesen wollte oder eine Demo-Version haben wollte? Mir ging es damals noch so. Heute ist das einfach nur noch, wer hat die geilste Software drin? Ich hab damals nur einmal eine Zeitschrift geholt, das war Computerbild Spiele. Und da war nämlich ein Spiel drin, das nannte sich Battle Realms, weil es kostenlos war, ne, also in einem Zeitschrift. Und deswegen habe ich mir die Zeitschrift geholt. Die Zeitschrift habe ich beiseite gelegt, nie gelesen, aber das Spiel installiert und gezockt. Heutzutage kaufe ich mir, wenn dann wirklich nur, weil da vielleicht ein gutes Spiel drin ist oder sonst was. Aber meistens die Artikel lese ich meistens gar nicht, weil ich sowieso schon alles kenne, was ja, was zum anderen, also, zum, das ist heutzutage leider. Und zumal kriegst du die ganzen Sachen im Internet noch weitaus viel schneller ran und im Internet kannst du dich mehr informieren als in Zeitschrift. Also von daher, warum? Zeitschrift brauche ich nicht. Also mir ging es damals noch so gut, okay, das lag an meiner Internetverbindung damals. Ich hatte dann 56K-Modem. Also das ist jetzt nicht gestern, sondern schon ein paar gestern. Jahre her. Da ging es mir dann echt darum, okay, geil, da gibt es jetzt eine Demo-Version, dann muss ich mir nicht 3 GB aus dem Internet runterladen, was bei der Geschwindigkeit 3 Tage gedauert hätte. Und teilweise haben mich auch echt die Artikel dann interessiert, weil du dann halt eben damals kein Giga.de hattest, wo da, okay, doch hattest. Obwohl damals habe ich immer mich gerne die Screenfun geholt. Kennt das noch einer? Bravo Screenfun? Ja, habe ich auch noch ein paar CDs von ihr. Ja. Aber nicht wegen den CDs, sondern da waren auch so Komplettlösungen dabei, wie zum Beispiel Tomb Raider.
Und da, boah, da habe ich. Kai, du hast auch immer nur die Cheats durchgelesen, weil du immer nur am Cheaten warst. Ja, das war auch damals noch geil, denn diese Cheats und Komplettlösungen, die dann da drin waren. Nee, ich habe damals Tomb Raider 3 gezockt und dann kam halt dann die neue Zeitschrift raus, Greenfun, mit der Komplettlösung und ich so, geil, kaufen! Ja, und dann habe ich mich dann erstmal stundenlang vorm PC gesetzt und dann erstmal Tomb Raider gespielt. Greenfun hatte ein Herz für Cheater. Aber ja, die hatten keine Cheats für Tomb Raider drin, leider. Oh, nur Komplettlösung. Ist der kleine Kai traurig gewesen. Kein Nacktmod. Nacktmod. Nö. Das ist schade. Aber es war schon cool. Aber es waren auch so die einzelnen Zeitschriften. Also ich habe noch einmal Computerbildspiele gehabt und glaube 3-4 Mal Screenfun. Ja, das war's auch. Computerbildspiele habe ich mir ehrlich gesagt auch öfter mal gekauft, aber boah, ja, Bild halt. Obwohl es eigentlich gar nichts mit der Bild zu tun hat, aber trotzdem. Vor allen Dingen, was ich damals sehr interessant war, als was in der Screenshot drin stand, und zwar, wie man zum Beispiel eine PlayStation 2 mit mehreren PlayStation verknüpfen kann, also per Netzwerk. Ja, und dann genau sowas, wurde dann halt auf die Geräte dann Unreal Tournament gezockt, ja, schön mit Maustastatur an der PlayStation. Das hat mich so interessiert, da habe ich erstmal schön die Artikel alle durchgelesen und fand ich cool. Und wollte ich auch immer gemacht haben, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen. Damals war es noch Magic, so ein für die PS2 so einen geilen Adapter zu haben, den hat ein Kumpel von mir jetzt immer noch, wo du dann, also wie so ein Hub im Prinzip, wo du dann 6, 7 Controller an einen Anschluss anschließen konntest, damit du dann mit 7 Leuten oder 8 Leuten da rumzocken konntest. Das war auch Magic. Sag mal, ist das ein Staubsauger im Hintergrund? Das ist die Kaffeemaschine. Kaffeemaschine? Wo bist du eigentlich? Also ich weiß endlich nicht mehr, wo du immer bist. Also entweder... Ich sitz in einem Büro, was aber nur eine halb hohe Wand hat. Ja, und daneben ist direkt die Küche, oder was? Ja, und daneben ist direkt die Küche und ist nur durch einen Vorhang getrennt, weil die Tür dann irgendwie vor Urzeiten mal, ich verstanden hatte, gerissen ist oder irgendwie so. Dann musst du die Tür halt raus. Sieh zu, dass du dann die Kiste in dein Zimmer bekommst oder so. Aber echt? Ja, aber gar nicht, ey. Das ist ja schlimm, ey. Du hast ja überhaupt keine Privatsphäre. Jedes Mal immer irgendwelche Kaffeemaschinen, die bei dir da rumlaufen. Ich weiß nicht, da würde ich voll irre werden, wenn da jedes Mal permanent irgendwelche Leute so um ihn herlaufen und... Du nach dem Amoklauf kommt irgendwann die Akzeptanz. Den habe ich nämlich schon hinter mir. zu viel Hauer mit dir Mama geguckt. Ich fänd's wirklich schlimm. Kennt jemand das PS2-Spiel SSX Snowboard? Ja, kenne ich, aber... ich habe das nur als Demo gehabt damals für die PlayStation 2. Snowboard-Spiel hat mich nie interessiert. Ich hatte es, glaube ich, auch mal damals gehabt. Aber die Demo zumindest war. Ja, ich hatte damals auch nur die Demo. Irgendwann mal ein Spiel, SFX, nee, nicht FFX, sondern irgendwas mit Motocross oder so versus ATV. Das habe ich irgendwann mal verkauft. Das gibt auch heute eine Neuauflage von. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Das fand ich auch immer geil. Da konntest du so Stunts machen auf dem Motocross und was weiß ich und alles. Und ich glaube, da gab es auch Monster Trucks und so ein Zeug. Da haben wir als Kind immer Spaß gemacht. Da gab's sogar ein Spiel, so ein Monster Truck-Spiel von Microsoft damals noch, als zu, ich glaube, Windows 95, 98 Zeiten oder so. Da gab es immer so ein Monster Truck-Spiel auf der 98. Windows 98 Monster, SE. Monster Truck Madness oder so. Ja, genau. Das war immer mit auf der Windows 98 SE CD drauf. Und das konnte man immer spielen. Boah, das fand ich so cool. Das war total langweilig, aber irgendwie auch irgendwie, ne? Ja, ich fand nur diese Stunts immer interessant. Also Gott, die Grafik besser war später Einsicht als nie. Jetzt raff ich auch, was Matze da gemeint hat mit der Kaffeemaschine, dass die Schocki heißt. Ach so, okay. Das ist ein Insider. Also, beziehungsweise How I Met Your Mother. Zuschauer. Hä, Muckefreak, was bekommst du her? Ja, Muckefreak, was bekommst du woher? Hauptsache Grave Digger ist am Start. Yeah. Yes, sir. So, wir haben jetzt, glaube ich, wieder zu lange off topic gequatscht, aber gut, wir haben immer noch keine Dame, ne? Also, nie und so weiter. Also Top 100 haben wir durch, Giga-App haben wir durch, Forum haben wir durch, ne? So in Sachen Aktivität oder hier Baggy und Nonas und was weiß ich. Welches Spiel meinst du denn lieber, Mokofi? Ich denke... Ja, das frage ich mich jetzt auch gerade. Das mit dem Monster Truck? Das gibt's gar nicht mehr. Nee, das ist Es gab's, glaube ich, einfach nur auf der Dings-CD und ich glaube, das war auch sogar nur eine Demo, aber...
SSX Snowboarden, ah, okay. Ach so, das war. Ich würde behaupten, im Laden. Nee, keine Ahnung. Vielleicht bei Amazon oder. Muss mal gucken. Es ist ja jetzt erst eine neue Version rausgekommen vom Spiel. Neue Dingenskirchen da und. Ja, es gibt, ich habe letztens irgend so eine Seite gesehen, wo du Bücher, Spiele und Filme, beziehungsweise alles, was eine EAN-Nummer hat, zu einem Festpreis verkaufen kannst. Also sie haben da so eine Auflistung, wie viel die dir dafür bezahlen wollen. Habe ich mal aus Spaß mal reingeguckt, was ich für, was war das für ein Spiel, wo ich nachgeguckt habe? Rollercoaster Tycoon 2. Mhm. Du bekommst dafür sage und schreibe 50 Cent. Das ist. Wow! Das lohnt sich. Das lohnt da lohnt sich das Wegschicken. Wow. Ja. Das ist ja genauso wie wenn du deinen Goldschmuck an so einen komischen Dings da schickst und kriegst dann, oh, ich habe 500 Euro gekriegt, nur weil ich mein Goldkettchen eingeschickt habe. Das Witzige ist ja, diese Spiele haben ja alle einen gewissen Festpreis, wenn man die nochmal neu kauft. Also wenn du sie nicht gebraucht kaufst. Ja. Also so die aus den Restbeständen oder so, dann kosten die, sagen wir mal, mindestens 5 Euro. Drunter geht nichts weg. Meistens dann noch 10 Euro so als Komplettedition oder was weiß ich was so. Also so alte Spiele, so 5 Jahre alt oder so. Ach, die kriegst du ja eh nicht mehr weg. Ja, sicher kriegst du die nicht weg, aber das ist dafür dann 50 Cent zu holen, wenn du sie dann weiterverkaufst für 5 Euro, ist ja, halt gut, echt okay, preis. Das ist natürlich dann ne, was anderes. Klar, da machst du natürlich auch Gewinn. Ne? Ja klar, aber es ist halt irgendwie... Also, würde ich dann, wenn schon, 3 Euro bezahlen oder so, das ging ja noch. Ja... So sieht's aus. Oder einfach verschenken. Ja, oder einfach verschenken. Oder behalten, so wie ich es mache. Ich denke mir dann auch so, warum soll ich das verkaufen für so ein Apfel und ein Ei? Ja, wie beispielsweise mir. Ne? Ich habe ja auch noch 3 PS3-Spiele, die ich nicht verticken darf, weil das Promotitel sind. Im Podcast kam die Frage, ob der Kinopart wieder damit integriert werden soll oder nicht. Du meinst in den Podcast? Ich habe leider den ganzen Podcast nicht hören können, ich habe nur einen Teil gehört. Ich habe ihn noch gar nicht gehört, deswegen kann ich dazu auch nicht so viel dazu sagen. Aber ob der Kinopart in den Podcast wieder integriert werden soll, ja, ich würde mir eigentlich, wir hatten ja letzte Woche mit David darüber, nee, vorletzte Woche, mit David darüber nochmal gesprochen. Sonst, ja genau, wie Funky Shitter hier gerade schreibt, Special Podcast oder halt einfach eine richtige Magazinsendung in dem Sinne oder also einfach nochmal so als Videoformat fände ich eigentlich schöner. Also so nochmal separat, weil erstens also wird der Podcast nicht so lang und ja. Damals den Kinopodcast von Giga nicht ganz gut da, wo sie diese 2 Radio Gigas zum Thema Kino gemacht haben, Filme, das fand ich eigentlich ganz gut. Ja, und da will ich auch nochmal dafür, aber so jetzt in den normalen Podcast regulär. Nee, in den normalen Podcast, das wird, nee. Wenn, dann sollte das schon einen eigenen Podcast kriegen. Ute und David, es wird keinen extra Podcast geben, ja, gut. Hm. Oh Mann, ich will einen extra Podcast, David. Wir wollen, los. Nee, aber ich würde irgendwie, also so ein Kurzformat, also wo sie jetzt nicht unbedingt 3 Stunden Zeit für aufopfern müssen, wäre schon dafür. Also ich fand auch das damals mit Martin ganz nett. Aber da hat David ja schon gesagt, er kommt sich da relativ blöd vor, wenn er sich da auf den Wasserkasten setzen muss. Muckefreak, was verstehst du denn da nicht? Was ist ein Unterschied zwischen PS2-Spielen und PS2-Platinum-Spielen? Eigentlich von dem Spiel an sich nichts, nö. Nur vom Preis. Ich hab das auch nie verstanden. Nur vom Preis eigentlich, glaube ich. Sind die verschieden. Zwischen normale PS2-Spielen und PS2-Platinum. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber ich habe gerade was da jetzt der Unterschied ist. Und ich glaube, das ist einfach nur so preislich gesehen, dass da die Platinum-Dinge da günstiger sind als die normalen. Ja, genau. Preislich war das irgendwie so, dass die irgendwie, genau, 20 Euro. Ja, irgendwie sowas, ja. Genau. Und aber das Spiel an sich ist halt immer noch derselbe. Ich finde Platinum-Version aber total scheiße, weil das Cover dann anders aussieht mit so einem scheiß. Ja, da ist immer so ein. Das ist mir sowas von scheißegal. Ja, ganz ehrlich. Das, weißt du? Weil dann auch komplett alles anders aussieht. Ja, gut.
Hülle in dieser scheiß Farbe ist und dann passt das nicht mehr zu den anderen, zum Beispiel bei Xbox-Spielen, da hast du da auf einmal eine graue Hülle neben ganz viel Grün oder sonst was, weißt du, das sieht kacke aus. Das mag aber ich gar nicht. Dann macht das doch ganz anders, druck dir einfach eine neue Frontseite aus. Nein, das Problem ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das ist, das ist ja nicht nur das Cover in dieser Farbe, sondern die komplette die Hülle. Ja, alles. Ja. Und das sieht scheiße aus. Ja, das gut, das sticht halt raus, ne? Also hast dann deine normalen blauen und dann die Silberdinger da. Stimmt schon. Wobei, die sind sowieso nicht einheitlich. Also auch bei den Rücken von den Covern sind die ja immer anders. Das nervt mich auch so ein bisschen. Ja, die sind komplett unterschiedlich. Also von daher. Funky hat ja hier gesagt, okay, jetzt hat Mappe schon geantwortet, also Kapazitäten. Warum. Die Begründung, warum das keinen extra Podcast bekommt. Kapazitäten in dem Sinne, ich denke einfach Zeit. Also das dauert ja auch immer, wenn du dann extra nochmal was aufnehmen musst. No. Ja. Ja. Schneiden, bla bla. Der große Vorteil besteht darin, dass die Platinum-Version 30 Euro kostet und somit um die Hälfte billiger ist als die normale Version. Ja, richtig. Wobei mittlerweile bei PS2 ist es ja so, da wird ja kaum noch was, also wird immer noch, aber kaum. Ja, da wird ja mittlerweile alles schon hinterhergeschmissen. Ja, und da wird sich ärgern, mich so, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel habe ich damals für die PS2 bezahlt. Ich meine, die war schon günstig, 200 oder so. Hä? Wann hast du dir bitte schon die PS2 gekauft? Ja, ewig her. Ja, aber da hat die aber trotzdem nicht 200 Euro gekostet, da war die noch ein bisschen teurer. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich habe die sogar geschenkt bekommen. Da war die noch bei 300 Euro knapp, als sie frisch rauskam auf den Markt. Ah ja, ich habe die ja ungefähr auch dann bekommen. Also, ja, aber da hat die nicht mal 100 Euro gekostet, also, das zeige ich dir jetzt schon. Das war diese Special Edition mit Controller und FIFA 12. Ja, aber FIFA 12, genau. Genau. Nee, 506 so. Einfach mal 6. Nee, Jahre also so. Dann hat das definitiv aber nicht 200 Euro gekostet. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Weil ich damals nämlich. Weil ich damals nämlich beim. Als das gerade frisch rauskam, habe ich nämlich damals für die Konsole 300 Euro gezahlt. Ja. Also 299. 99 schreibt Matze gerade, ja. Der Preis hat sich relativ lange gehalten. Mittlerweile kriegst du so bei Aldi oder dem Discount-Händler deiner Wahl mit Controller und was weiß ich, wird alles für ein Zubehör für 60 Euro oder so. Das ist nicht mehr ganz human. Ja, und leider gibt's die PS2 nicht mehr. Sniff. Ja, gut. Vermisst mich, ich habe sie nie besessen. Ich hatte damals die alte Xbox, die war viel schöner. Danke, Giga, vermisst mich. Bevor ich Müll kaufe, frage ich lieber die Allwissenden. Ja, huldige uns, bring uns ein Opferlamm. Aber wie schön, dass ich Giga Fanbase heiße. Ich hatte mal eine PS2 für einen kurzen Zeitraum. Die war gebraucht und die war total scheiße. Die war so lahmarschig, Alter. Die hat ewig geladen. Und manchmal hat die Spiele auch gar nicht geladen. Bei mir gammelt sie im Keller rum. Bei mir nicht. Ich benutze das Ding immer noch. Warum? Weil ich keine PS3 habe. Dann kauf dir eine. Ja, kauf dir eine. Echt? Das ist voll cool. Ja. Ich schwanke immer so zwischen PS3 und Xbox und bevor jetzt wieder der Halo War anfängt, PS3. Kauf beide. Ich hab beide. Ich bin mit beiden. Ja, so ein Proller, ne? So ein Proller, echt, ey. Ja. Ich hab beide. Ich hab noch nicht mal einen davon und ich möchte gerne einen davon haben. Dann kauf dir doch beide, Kai. Ich finde. Ja, woher denn bitte? Ja, gell, von welchem Gehalt? Ja. Nee, ich finde die Xbox eigentlich geiler. Der einzigste Punkt, was mich daran stört, ist diese fucking Sache, dass Microsoft da dir echt 13 Euro pro Monat abknöpft. Ja, das finde ich nämlich auch sehr nervig und deswegen tendiere ich sowieso zu PS3, weil ich sowieso ein absoluter PS-Liebhaber bin und Xbox mir total am allerwertesten vorbeigeht. Ist einfach so. Das ist wieder der Kramer-Nazi unterwegs. Ich mag Microsoft nicht, ganz einfach. Das ist einfach so. Ja, zurzeit habe ich aber auch keinen Spaß mehr an der Xbox. Wenn ich die anschalte und diese scheiß Metroid da sehe, dann kriege ich in letzter Zeit auch mal das Kotzen. Ring of Death. Nee, vor allen Dingen Geld kassieren ohne Ende. Man sieht ja zum Beispiel Skype. Seitdem Microsoft Skype übernommen hat, muss man jetzt Geld bezahlen. Für Xbox, nur fürs Online-Zocken, muss man Geld bezahlen. Für PS2, für PS3. Ich finde es ja geil auf der Xbox. Ne? Ich habe mir mal vor ein paar Monaten
Da hatte ich gerade mal keinen Gold-Account bei Xbox Live und da wollte ich mir mal die YouTube-App runterladen. Habe ich auch installiert und dann gestartet, sie brauchen einen Gold-Account. Ich so, okay. Ja, Gold-Account, um Videos zu gucken, die du am PC umsonst siehst. Ja, eben. Das finde ich total Schwachsinn. Ganz ehrlich. Das ist so ein absoluter Müll. Kann ich nicht verstehen. Naja, aber dafür muss man sagen, dass das Netzwerk Xbox Live relativ gut läuft. Also läuft schnell, flüssig, ohne Fehler. Also. Ja gut, aber... Die Service, die sie anbieten, ist schon gut. Bloß jetzt bei solchen Apps wie zum Beispiel YouTube da einen Gold-Account zu verlangen, das finde ich ein bisschen übertrieben. Ein bisschen ist ja. gut. Bisschen ist gut, ja. Ich finde halt diese Multimedia-Funktion, die sie da anbieten möchten, ich weiß jetzt nicht, ich habe ja selber keine, die finde ich schon ganz geil. Also, keine Ahnung, wenn dann irgendwann mal eine neue Xbox kommt, werde ich mir die wahrscheinlich auch mal zu Gemüte führen. Und zum anderen hat das halt auch den Vorteil, weil die Xbox hat keine, kann man keine Blu-Rays gucken und bei der PS3 schon. Jo, hoppsala. Also von daher, die Multimedia-Funktion nutze ich gar nicht bei der Xbox, ich nutze sie eigentlich nur zum Zocken. Ja, die gehen mir auch eigentlich völlig vorbei, also. Und wie gesagt, ich habe die PS3, wenn ich einen Film gucken will, schmeiße ich die Blu-ray rein, gut ist. Ja, so geht's mir nämlich dann auch, weil wenn ich nämlich zocken möchte und ich möchte auch Blu-rays gucken und ich habe von den beiden nichts, dann kaufe ich mir einfach eine Konsole, der gleich beides hat, ja. Blu-ray-Laufwerk, also für Filme gucken und zocken und noch dazu kostenlos im Internet surfen. Oh, ja, dann ist es ja wohl ganz klar, zu welcher Konsole ich dann greife. Naja, auf der Xbox kannst du auch kostenloses Xbox Live. Du kannst nicht kostenlos online ja, zocken. Ja, meine ich ja. Ja. Ne? Also von daher. Okay, zwei Dinge. Gerade sehe ich hier so Steambox von Valve. Soll die tatsächlich kommen? Ich habe das auf Giga.de gesehen. Es ist geplant, dass wohl scheinbar Steam vorhat, also Valve. Aber das Valve hat auch schon wieder alles dementiert, dass es ja. stimmt. Eben. Ja. Dass sie mal was im Kopf hatten, aber erstmal nichts umsetzen werden. Ja, also, gut, okay. Ich sag mal, da wird bestimmt irgendwie sowas kommen. Die Frage ist, wann. Wann? Ja, das macht ja keiner. Auch Xbox hat damals gesagt, nö, wir machen nichts. Nintendo war, nö, wir machen nichts. Zwei Jahre später, Wii U. Nee, aber neue PS2 bei Amazon, 119 Euro würde ich mir nicht kaufen. Viel zu teuer. Ernsthaft. Ist mir auch zu teuer. Gerade PS2. Wie alt ist die Konsole jetzt mittlerweile? Alt. Schon über 12, 13 Jahre. Ja, schon ein Bart, so alt ist sie, ey. Die ist schon mega alt, die PS2. Trotzdem, nee, möchte ich nicht kaufen. Die Spiele sind mir schon zu alt und aktuell ist was anderes. Dem Mucke-Freak, beziehungsweise deiner Freundin, reicht die heißgeliebte Wii. Ja. Naja, also für mich ist die Wii mehr oder weniger einfach nur eine Partykonsole. Mehr ist das nicht. Also so wirklich zocken mit Zelda oder sonst was würde ich nicht machen. Das Einzige, was ich halt geil finde, ist die Bewegungssteuerung, aber die noch nicht mal, die noch nicht mal so präzise ist. Ja, die Bewegungssteuerung ist halt einfach was für zwischendurch. Das ist kein Konzept für eine komplette Konsole. Das Einzige, was ich ab und zu mal alle paar Monate mal zocke, ist beim Kollegen Bowling auf der Kinect, aber mehr auch nicht. Weil ich hasse Bowling schon. So affig. Bei der Wii muss man zugute halten, die ganzen Lizenzspiele. Donkey Kong kam hier gerade im Chat, Mario. Das sind halt große Pluspunkte, die man da sammeln kann, weil die finde ich halt auch geil. Ja, wenn man auf Mario in 3D-Welten steht, ja, aber ich mag Mario gar nicht in 3D, wenn dann 2D. Habe ich auch nie gespielt. Gut. Selbst auf der N64-Konsole habe ich nie Mario gespielt. fand ich total doof. Zu 3D und ich konnte mich ja, damit Matze, nie anfreunden. Ich habe das Wort Kinect in meinen Mund genommen. René nimmt doch alles in den Mund. Aber für mich ist halt eine Wii, wie gesagt, einfach nur eine Partykonsole und wenn ich halt eine Wii holen sollte, dann einfach nur wegen den ganzen Retro-Spielen. Ja, gut, okay, stimmt, ja. Also ich finde das Ding schon ganz nett, aber es ist mir. Gut, mittlerweile kostet es, glaube ich, nur noch irgendwas mit um die 100 Euro, ne?
Da könnte man sich's fast noch überlegen. Ja, das kostet nicht mehr so viel. Und das Coole ist, man kann echt sau viele Retro-Spiele runterladen von Sega, von den Amigern, von C64, also Commodore genau, 64. Ja. Also es ist wirklich krass. Und mal die ganzen alten Spiele mal wieder drauf zu zocken oder überhaupt mal wieder zu zocken, das macht schon richtig Fun. Und da muss man auch nicht immer mit dem Controller so hin und her. Man kann den halt ganz normal wie ein normales Controller dann das Ganze nutzen und spielen. Ja, das ist schon geil. Also es macht schon Fun. Es macht schon Spaß, ja. Der Igel schreibt hier gerade, ich habe mir letztens erst wieder ein Super Nintendo Entertainment System, also SNES, geholt. Habe ich auch vor nächsten Monat. Ich habe mir den von meiner Cousine gearzt. Das Ding ist richtig genial. Also einfach mal schön, es gibt bei uns so einen Laden, ich weiß nicht, ob das eine Kette ist oder so, die haben dann alte Spiele für NES und SNES und ich glaube auch Mega Drive und sowas, dann kannst du die da irgendwie für 3,50 Euro, 7,50 Euro, je nachdem, was das ist, holen. Ja. Und da habe ich mir dann gleich mal Street Fighter 2 geholt. Das ist richtig geil. Ja, Street Fighter 2 habe ich auch mal gespielt auf Sega. Meine Cousine hat dann auch noch, das ist klar, natürlich Super Mario. Das kostet auch 11,50 Euro bei dem im Laden noch, weil das jeder haben will. Also ich finde die richtig cool. Wie heißt der Laden? Ach ja, komm, wir können ja Werbung machen. Das ist Gamenetics, heißt der. Sagt mir nichts. Ja, ich glaube, das ist auch keine Kette. Aber ich glaube auch, der GameStop hat doch auch sowas in der Richtung. Nicht in großem Umfang, aber so ein bisschen. Also die haben viele, viele, viele Klamotten, haben die auch sehr viele alte Spieler. Also bei uns im Krefeld haben die zwar auch sehr, sehr viel Auswahl, aber na gut, ich meine, da kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen, weil ich da auch nie wirklich drauf geachtet habe. GameStop ist aber sauteuer, ja. GameStop hat Retro-Spiele, wo haben die Retro-Spiele? Bei mir haben die nirgendwo Retro-Spiele. Ja, das kommt drauf an, wie groß der Laden ist, glaube ich. Ja. GameStop ist aber sauteuer, ja. Stimmt in gewisser Weise, kommt immer drauf an. Geht. Also ich habe sehr viele Sachen auch recht billig bekommen. Die ich sogar im Ankauf sind sie manchmal ein bisschen geizig. Ja. Aber ich habe auch schon mal Sachen, die ich vor Jahren schon mal gekauft hatte, mal versucht zurückzubringen und das hat sogar auch geklappt. Da habe ich auch sogar Geld dafür bekommen und alles. So für so einen alten, zum Beispiel Gran Turismo Aspekt-Teil für die PlayStation 2, da habe ich mal noch so einen Zehner gekriegt für. Ja, ja. Gut, heute bekommt man natürlich das alles nicht mehr. Bei indizierten Spielen haben die sich übelst happig im GameStop. Ja, generell ist der GameStop halt sehr strikt, was, also habe ich so die Erfahrung gemacht, was die so Gesetz und Regeln angeht. Das ist aber auch gut, ich meine, sonst würden sie direkt den Arsch weggeklagt bekommen. Also ich habe das mal miterlebt von wegen, da waren dann so ein paar Leute, die wollten so ein Spiel kaufen, war USK 12 oder so. Da hatten sie dann keinen Ausweis dabei und da konntest ihnen halt nicht verkaufen. Ist zwar in dem Sinne affig, weil bei einem Spiel für 16, ab 16 oder 18 hätte ich es verstanden, aber es muss halt sein, es ist halt so vom Gesetz hier vorgeschrieben. Also. Ja, klar. GameStop wollte für eine gebrauchte Kinect 110 Euro, dann habe ich mir die neue Mediamarkt für 88 Euro geholt. Ja. Gut. Manchmal ist halt die Preiskalkulation unverständlich. No. Meine schlechteste Erfahrung mit GameStop war tatsächlich, dass ich mir Assassin's Creed Brotherhood vorbestellt hatte in der Collector's Edition, weil ich endlich mal eine Collector's Edition haben wollte. Eigentlich war es dämlich, weil bei dem Spiel ist die nichts wert eigentlich. Nicht Collector's Edition, sondern wie hießen die damals? Codex Edition oder irgendwie so. Also diese fette da. Und dann habe ich die irgendwie bekommen, zugeschickt bekommen, beziehungsweise ich glaube, irgendwer hat es für mich abgeholt und guck dann so rein und okay, das ist nicht die Edition, was ist denn das sonst? War das irgendwie die Collector's Edition, also eine drunter, da angerufen? Wir haben Lagerfehler und blablabla, kann ich nicht mehr bestellen, die ist schon weg. Also hat jetzt irgendeiner, der die Collector's Edition bestellt hat, er hat jetzt eine Version bekommen, die 30 Euro teurer ist und ich habe zwar mein Geld dann zurückbekommen, aber ist trotzdem irgendwie ziemlich scheiße. Tja, so sieht das aus. Ne? So ist das halt. Ne? Das regt dich halt unheimlich auf, so als Kunden. Ich sehe gerade übrigens, dass ich die ganze Zeit so auf dem Stream so ein bisschen am Laggen bin. Ja.
wenn ich mich so ein bisschen hin und her bewege. Ja, ein bisschen leggy. Shake it, Kai. Oh, shake it, baby. Oh, shake it, baby. Oh, yeah. So ist das Leben, ja. Real Life ist ein Arschloch. Ja. Ja, haben wir noch irgendwelche Sachen oder sonst was? Weil sonst würde ich einfach sagen, wir machen jetzt einfach mal dicht, weil sonst kommen wir nämlich sonst, weil wir sind ja jetzt eh schon so quasi so in diesen Trash-Talks-Schiene und Ja, haben wir noch irgendwas Interessantes im Radio Giga, wovon ihr gerne berichten wollt oder wollt ihr Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzuhören. Ich auch nicht. Weil das Dumme ist, Radio Giga kommt immer mittwochs und mittwochs ist halt auch unser Podcast-Tag und das alles. Ja, dann, da haben wir nicht immer so die Zeit. Eben, da haben wir nämlich. Ich habe noch nicht mal den von letzter Woche gehört. Doch, ich schon, aber ich höre den mittleren Teil eigentlich gar nicht, immer nur den Anfang oder Ende, weil das interessiert mich mehr als die Spiele. Wie schaut's denn? Wir haben jetzt heute ganz vergessen, euch zu fragen. Wollt ihr mit uns über irgendwas quatschen? Habt ihr irgendwas? Weil eigentlich wollen wir heute Skype-Call-In ein bisschen machen. Genau, stimmt. Skype-Call-In haben wir ja auch noch. Gibt's ja auch noch. Richtig, gibt's ja auch noch. Wird ja gar nicht, wird ja gar nicht mehr beachtet, ey. Ja. So, ich geh mal rein. Hast du gerade meinen Hintern angefasst? Nein, lol. Was laberst du da, Mann? Ja, hier hat jemand im Chat so ein Bild gepostet. Ah ja, das ist toll. Dieses komische alternative Mass Effect Ende von Giga habe ich eben gesehen, habe ich aber leider noch nicht angeguckt. Hä? Was denn jetzt? Angesehen, angeguckt? Noch nicht? Ja, also gesehen, dass da irgendwas mit Mass Effect ist, aber halt das Video oder was auch immer das ist, noch nicht gesehen. So, wir warten jetzt einfach mal 5 Minuten, wenn sich dann keiner bei Call-In mit sich da einklingt, weil sonst kommen wir echt wirklich dann zu Off-Topic. Wir wollen ja schließlich ernst bleiben, ne? Es gibt ja schließlich einer, der sich schon mal beschwert hat, wir wären so unorganisiert, aber das ist ja genau das, warum die Leute gerne zuschauen. Ja gut, ja. Dafür haben wir ja den Trash-Talk dann sozusagen. Ja, eben, auch unter anderem, aber ja gut, ich meine, das beim normalen Podcast ist es halt nun mal auch nicht immer so zu verhindern. Alter, man sieht echt wirklich, wie schnell die Themen durch sind. Wir haben, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde zack, alle durchgehabt und dann war Schluss, ja, und ich glaube, fürs nächste Mal müssen wir echt mal gucken, dass wir da mal ein paar mehr kriegen oder wir müssen halt die Sendung kürzen. Das kriegen wir das alles gar nicht unter. Aber das wäre ja dann auch ein bisschen blöd. Weil dann würden sich dann wieder einige beschweren, das ist nicht wieder zu kurz, ich möchte aber länger. Ich schaue mir gerade dieses True Ending Mass Effect 3 Video an. Ach so, das machst du jetzt sogar während beim Podcast. Ja, finde ich ja nett. Live nur für euch. Haben wir ja auch so viel von. Ja, Wahnsinn, wir haben echt so viel von. Oh ja, ihr habt echt jetzt viel gewonnen. Chat, wer das mal gesehen hat. Das ist ja Live-Audio-Kommentare zum. Ja, genau, also. Chat, schreibt mal, wenn ihr das schon gesehen habt, aus welchem Film ist denn die eine Szene da? Ist das aus dem, der letztens in den Top 100 war? Hä? Ja, das kann jetzt nur jemand verstehen, der das Video gesehen hat. Nee, aber okay, so Giga hat er ganze Arbeit geleistet. Ich bin jetzt gerade noch nicht am Ende, deswegen kann ich noch nicht viel zu sagen. Ah, du hast heute das WordPress-Update draufgezogen. Nee, hast du noch nicht, ne? Nee, hab ich noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, weil diese Meldung, die geht mir gerade voll auf den Sock. Wir haben noch nicht auf 3.31 abgegradet. Ach ja. Ja, WordPress mal wieder ihr blödes Update da. Vor allen Dingen Plugins. Da klickt man hier auf Plugin. Ach so. Ich glaube, das ist hier mit dem Call-In gemeint. Kann das sein, dass dafür ein Update rausgekommen ist? Da musst du mir mal kurz weiterhelfen. Custom Contact Forms. Ist doch das, was mit dem Call-In, ne? Ja. Okay, sollen wir mal aktualisieren. Mal gucken, was dann passiert. So, wird runtergeladen.
Juppie. Nimm diese Tabletten und wir schauen mal, was passiert. Naja, so, Plugin wurde erfolgreich aktualisiert. Ja, da bin ich mal gespannt. Jetzt gehen wir mal hier in den Call-In rein. Und er sieht genauso aus wie vorher. Dürfte eigentlich noch funktionieren. Jetzt könnt ihr da draußen mal testen. Dann hört ihr, tragt euch wahrscheinlich ein. Irgendwelche Bugfixes oder so. Ja, keine Ahnung. Ja, Update ist auf jeden Fall installiert. Also von daher ist das jetzt, ne? Ja. Was gibt es sonst noch zu erzählen? Nichts mehr eigentlich, ne? Außer, dass wir, boah, noch so ein paar andere Pläne schmieden, aber dazu sagen wir nichts. Es wird hocherotisch. Es wird hocherotisch, genau. Es wird richtig toll erotisch. Vor allen Dingen finde ich auch, dass es eine gute Sache wird, aber das, da wir eh nichts dazu sagen, könnt ihr einfach mal rätseln. Ja, rätselt doch mal. Galileo Fanbase Mystery forscht nach. Oder? Nee. Habt ihr das nie gesehen? Ey, Wampe, euer Minecraft-Kram hat mich wieder total geil auf Minecraft gemacht. Minecraft muss ich Bewerbung schreibt er hier, schreiben und so, nicht? Klar musst du eine Bewerbung schreiben. Ja, wenn ihr euch für den Minecraft-Server bewerben wollt, ab ins Forum damit, beziehungsweise den Wampe anhauen. Im Forum steht auch, wie ihr das machen. Und damit ihr auch wirklich dazu reinkommt, dann müsst ihr Wampe noch ein paar Boobs-Bilder mitschicken, dann. Ja, beispielsweise genau. Axel Stein im, egal. Axel genau. Stein in Strapse, das reicht auch schon. oder so halt. Kleine Frage noch, bevor wir aufhören. Nee, Quatsch. genau, Axel Schulz. Yay! Was wollte ich denn? Sollen wir noch für irgendwen Werbung machen, so kurz vor Schluss? Wir sind ja so kollegial und sagen, hey, wir machen Werbung für euch. Zwar nicht bei uns auf der Seite, aber halt im Podcast, ist ja scheißegal. Diese Sendung wurde präsentiert von Square Hosting. Klopapier. Alete kotzt das Kind. Ja, ist klar, Manni. Manni, ey, du. Ach, Hosting Square. Ich vertue mich jedes Mal. Ich sage immer Square Hosting. PH17 will, dass wir nicht Schluss machen. Ja, PH17. Dann komm in den Skype-Call in und erzähl uns was. Doch, wir machen Schluss mit dir. Wir wollen mal wieder 4 Stunden. Nö, heute nicht. Nächste Woche. Wir wollen mal wieder 4 Stunden. Wir wollen mal irgendwann mal live zocken. Ja, danach wurde nämlich auch schon gefragt. Solange ich das Thema mit der Software noch nicht gelöst habe, gibt es derzeit erstmal noch kein Live-Zocken. Aber ja, wir versuchen das Ganze, das noch irgendwie so hinzubekommen, dass wir dann auch irgendwann mal, ja, T-Worlds mit euch zocken oder was gibt's noch? Also jetzt nicht so hochaufwendige Dinger. Das wäre, glaube ich, nicht so toll. Sonst gibt's Leck. Aber so wie T-Worlds oder, was gibt's noch hier? 4 gewinnt oder was weiß ich? Keine Ahnung. Dass man halt einfach mal so ein bisschen Community-Zocken machen kann. Genau. Schauen wir mal. Das heißt, da darf der lieber Dom dann wieder 17 will uns von den Bienen und den Blumen erzählen. Oh ja, mach mal. Ein was? Oh, da bin ich auch schon scharf drauf. Oh, René. Ja. Warum denn gerade T-Birds? Weil das halt nun mal so das beliebteste Spiel ist für in der Community. Ja gut, ne? Ihr könnt euch was aussuchen sozusagen, was halt läuft. T-Birds ist halt relativ schnell zu lernen, schön einfach, macht Spaß. Ja, wie gesagt, also so viel Auswahl hat man ja nicht, wenn das jetzt so hochaufwendige Dinger da sind, dann Battlefield 3 wird schwierig. Call of Duty, ja, alleine da fängt das doch schon an. Dann könnt ihr schon mal knicken. Call for Wamp ist weil alleine die Software verbraucht schon die Hälfte an meiner CPU-Leistung und dann noch spielen. Ohoho. Ja, wenn schon, Duty Calls, genau. Was ginge denn so? Am besten wäre natürlich irgendwas, was man kostenlos auch spielen kann. Ja, eben. Das, was man auch kostenlos spielen kann, das wäre auch am sinnvollsten, weil so kann ich dann auch das Ganze mitspielen. Okay, wir könnten natürlich noch Counter-Strike spielen, da bist du ja auch ganz gut drin. Ja gut, das liegt einfach an meiner Vergangenheit. Ja. Warum ich so gut Counter-Strike spielen kann.
Aber das ist ein anderes Thema. Schreibt hier schon im Rage-Mode. Ich sag ja auch nicht, dass ich damals aktiv in der ersten Liga in der ESL gespielt habe, aber das ist was anderes. Der Dominik schreibt hier total energisch, Prickforce, Trackmania, auf Playforia vielleicht ein paar Dinge. Ja, Trackmania wäre auch nicht schlecht, weil das ist ja offen, Freeware, kann man ja auch, ne, Trackmania Nations, Forever, glaube ich. Korom 3D höre ich hier, wäre auch mal ganz nett, ist aber jetzt nicht so actionlastig. Ist das nicht kostenlos? Das habe ich damals gegen Gregor gespielt bei Liga Live. Ist das nicht kostenlos? Ist das nicht kostenlos oder kostenlos? Weiß ich nicht. Ne, Korom 3D kostenlos. War und ist. Korom 3D ist kostenlos. Achso, ja. Okay. Trackmania schlackert hart, was ist immer dieses Schlackert? Weiß ich nicht, also bei mir schlackert gar nichts. Das fährt sich ganz normal und ganz toll und da ist nichts, was mit Lags oder Schlacker zu tun hat oder sonst irgendwie. Nö. Ich habe da keine Probleme. Übrigens, ich habe Breaking News, was den Keks angeht, den ich ja gebacken hatte. Der ist immer noch nicht bei Jules angekommen und ich habe ihn auch nicht zurückbekommen. Also anscheinend hat irgendein Postbote den selber gemampft, oder? Hä, so eine Scheiße. Wieso soll ich jetzt denken, dann reden? Hä, worüber denn? Das hat man mir auch öfter mal gesagt. Egal. Ja, das wundert mich aber jetzt auch. Wie lange ist jetzt der Keks schon unterwegs? 2 Wochen. Boah, das ist schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Tat ist schon sehr lang, also... okay, er meinte erst denken, dann reden, von wegen bei dir schlackert nix. Nur. Mir egal. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Ich hab keine Ahnung. Ach, er steht doch drauf. Ach, Kai. Aber mich wundert's, dass der Stream so halbwegs einwandfrei läuft und. Ist amazing, ne? So ungewohnt. Ja. Aber trotzdem bin ich da nicht so wirklich begeistert von, weil mein Rechner echt sowas von ausgelastet wird. Also ja, im Moment lässt uns auch alles ein bisschen im Stich. Also Skype hat jetzt nochmal ihre Features geändert in der Free-Version. Also man kann jetzt zum Beispiel auch noch nicht mal, wenn man nur mit einer Person quatscht, man kann zwar mit den Cammen, mit einer Person, nicht mit mehreren, aber mit einer. Ja, so. Das war ja schon immer so. Ja, was die jetzt allerdings jetzt wieder umgebaut haben, ist zum Beispiel, dass dann diese Bildschirmabgreifung, also wenn man halt seinen Bildschirm, Monitor, wie auch immer, seinen Desktop zeigen möchte, das kann man ja, konnte man ja auch streamen, also mit übertragen, das ist jetzt mittlerweile kostenpflichtig, selbst wenn man nur mit einem in Kontakt am Quatschen ist. Es ging, letzte Nacht ging das bei mir noch problemlos. Was für eine Version hast du? Was hast du letzte Nacht mit deinem Bildschirm? Ja, welche Version hast du denn? Ich habe vorhin erst das neueste Update gemacht. Also ich weiß. Ihr wollt mich verarschen? Bei mir klappt das nicht. Bei mir sagt er direkt, ich soll Premium kaufen, damit ich dieses Bildschirmübertragung machen kann. Ja, dazu kommt gleich auch noch, dass unser Stream-Programm, also XSplit, halt jetzt auch nochmal aus der Beta mehr oder weniger raus ist, also jetzt die Version nochmal gedowngradet ist, wurde. Ist sozusagen noch in der Beta drin, aber es sind schon einige Features deaktiviert worden, die wie ich unbedingt brauche und da die halt nicht mehr funktionieren. Ich kann zum Beispiel nicht mehr aufnehmen. Ich könnte zwar noch streamen, aber das wäre dann halt in einer richtig miserablen Audioqualität. Also musste ich dann jetzt zwangsweise auf einen anderen Software jetzt erstmal gehen, darüber dann aufnehmen und darüber streamen. Und das wiederum lastet mein Rechner so unheimlich aus. Und nicht wundern nachher bei der Aufnahme, wenn das auf YouTube hochgeladen ist, dass die echt mega schlecht ist. Liegt aber nicht an mir, sondern dass es halt anders leider nicht möglich ist. Ja. So schaut's leider aus. Wenn ihr Ideen oder Vorschläge habt, wie man das irgendwie umgehen kann, wenn ihr jetzt selber ein Programm entwickelt habt oder eine mega geile Idee habt. Also ich möchte schon eigentlich weiterhin alles über einem Programm laufen lassen. Ich nutze jetzt gerade derzeit 3 verschiedene Programme, damit ich das Ganze hier streamen kann und aufnehmen kann und so weiter. Und, genau, also wenn ihr da irgendeinen Geheimtipp habt oder ihr überweist sonst, wie viel kostet 60 Euro? Was denn? Das die XSplit. Nee, kostet $39, also kannst du umrechnen, 30 Euro, 30 Euro ungefähr. Ja. Genau. Kostet die Premium, also ja, Premium-Lizenz-Variante für nächsten 2 Jahre. Genau. Und die langt ja auch, die hat ja dann auch die ganzen Features und die ganzen Funktionen, die ich alles brauche und so weiter und so fort.
Na gut, wir können ja auch ein Spendenkonto einrichten, ne? Ja, genau, wir machen hier, gehe ich nicht. Ja, los, Leute, spendet für uns. Ja. Es reicht Endeffekt einfach nur, wenn ihr auf unsere Seite ständig auf diese Werbebanner draufklickt, weil ich habe übrigens heute endlich von Google jetzt einen Brief bekommen mit dem PIN-Code für die Auszahlung. Ja, müsst nur aufpassen, dass er nicht 5000 Mal draufklickt, weil dann kommt Google und haut ja, gut, uns das den stimmt Arsch auch. Voll. Ja. Aber das Geld, was zum Beispiel jetzt ausgezahlt wird, das, was momentan eingenommen wurde, werde ich dann aber auch wiederum ins Projekt reinstecken und das Geld, was jetzt aktuell ausgezahlt wird oder wurde, geht dann halt auch nochmal in die Software mit rein, damit wir endlich mal die Lizenz holen können. Ja, welcher Werbebanner macht deinen Adblocker aus? ja gut, okay. Aber das ist ganz, ganz normal. Also das ist jetzt nichts Großes, das stört auch nicht. Also ihr müsst da jetzt nicht unbedingt einen Adblocker. Gut, okay, für den Stream haben es manche ja natürlich am Laufen. Ja, aber wie gesagt, das mit dem Stream, okay, da läuft zwar auch Werbung und alles mögliche, aber damit haben wir wiederum nichts zu tun. Das ist ja wieder Finanzierungs der Stream-Server da und da haben wir nichts mit zu tun. Und da müsste man auch wiederum Premium zahlen, um dann wieder keine Werbung anzeigen lassen zu müssen. Oder wie gesagt, können wir alles machen. Machen wir hier in die Sidebar so einen kleinen Spenden-Button. Ja, ich meine, das ist ja. Kann man ja mal machen, so. Mal sehen, das über jemand. Es hat natürlich seinen Vorteil, wenn man dann natürlich so ein bisschen was reinbekommt, dass man halt auch durch diese technische Sache das Ganze nochmal aufbessern kann. Man kann es besser gestalten und es wirkt auch viel schöner und ordentlicher und durch die Unterstützung halt da draußen kann man es halt einfach besser machen, weil wir verdienen selber nichts daran. Wir machen das Ganze ja nur als Hobby, ne? Und wir kriegen echt wirklich keinen einzigen Cent dafür. Und wenn wir was bekommen, dann investieren wir halt das für das Projekt und nicht für was anderes. Also ich gehe mir da garantiert nicht für Brötchen kaufen oder so. Also solche Arschlöcher. Dafür reicht es auch gar nicht. Nee, ehrlich gesagt nicht wirklich. Also die paar Centbeträge, okay, die okay, immer... Okay, doch, also für ein Brötchen, aber dann ohne Belag. Also. Ja, ich meine, okay, das, was jetzt ausgezahlt wird, das reicht gerade mal vielleicht für einen halben Premium-Account von XSplit, aber das war's. Noch nicht mal vielleicht, vielleicht für vielleicht so einen halben. Also drei Viertel oder... Ja, egal. Ja. Auf jeden Fall nicht viel. So. Auf jeden Fall wieder ist einfach mit reingesteckt, fertig. Genau. Ja. Ach ja. Das ist schön. Gut, ich glaube, im Skype-Call-In ist keiner reingekommen. Ne, ich gucke jetzt einfach nochmal nach, aber genau, ich glaube, sie wollten nicht. Ne. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe gerade geguckt. Also ich kann auch gerne noch mal dazu aufrufen, auch wenn ich nicht glaube, dass jetzt die YouTube-User so weit bis hierhin geguckt haben. Einfach mal, ihr könnt uns jederzeit irgendwas schreiben, wenn ihr eine Idee habt, was wir machen sollen, ob wir Nacktbilder von Wampe zeigen sollen oder sowas. Ob wir vielleicht irgendwie noch was anderes machen sollen, außer die Let's Plays, die Kai jetzt sowieso schon macht, ob ihr da keine Ahnung, vielleicht habt. Wir kennen euch ja als kreative Köpfchen. Können wir uns ja dann gerne mal angucken und genau. Mal schauen. Ja. Aber, nackt wieder von DVD rum, genau. aber die Idee mit diesen komischen Spendenbutton oder so wäre eigentlich nicht schlecht. Gut, ich sag mal so, es wird wahrscheinlich. Ich will nicht drum betteln, aber wenn ihr da Bock drauf habt, ich meine. Das sicherlich natürlich nicht, aber gut, es wird wahrscheinlich auch nicht viel bringen. Werde ich wahrscheinlich jetzt schon sagen können, dass es nicht so viel bringt. Ich meine, das hat man damals bei der Giga Foundation ja ebenfalls gesehen. Das ist ja, also ich meine, da kam zwar einiges rein, aber auch nicht so viel, dass man das Ganze mal eben komplett decken konnte. Aber man könnte es ja trotzdem einfach mal so spaßhalber mal reinklatschen. Wer möchte, kann das gerne machen und zwingen keinen dazu und betteln auch nicht drum. Also von daher, lass uns einfach so laufen. Nun gut, so, wir haben 20.29 Uhr und ich würde mal sagen, wir können jetzt eigentlich mal so langsam, aber sicher mal Feierabend machen. Ja, wir haben alles durch.
Genau, wir haben nämlich so langsam alles durch. Der Schluss war jetzt mehr so Trash-Talk-mäßig, aber ist ja völlig egal. Nächste Woche gibt es ja wieder den reinen Trash-Talk. Das heißt, es wird wieder gebrabbelt bis zum geht nicht mehr, bis zum Umfallen und es wird nur Rotz gelabert und über irgendwelche Sachen und keine Ahnung was. Und das Geile ist, wir haben natürlich wieder nicht die Themen vorbereitet. Also, ich freue mich. Es schon. Lohnt sich. Ohne noch Themen. Mehr Trash als heute. Trash-Talk ohne Themen, das ist doch mal richtig, richtig geiles Konzept. Ich freue mich, ey. Ja, vor allem das ist das Konzept. Vor allem das Konzept ist doch total geil. Ein Podcast ohne Themen. Das ist doch. Ach, Alter. Ach, ich werde bis nächste Woche wieder Gott und die Welt zu berichten haben. Wenn du natürlich wieder dabei sein solltest, ne? Ja, es sei denn, der kickt mich aus dem Team. Das wird passieren, Mann. Mach dir da mal keine Sorgen. Das nur weil ich kein Android-Nutzer bin. Ja, genau. Ja, du hast ja noch diesen hässlichen, uralten Samsung-Software-Dingsbums da drauf, da. Ja. Was auch immer das sein soll. Was noch so, das war ja noch so eine Vormodell zu. Naja, zu den heutigen Betriebssystemen auf dem Handy. Egal. Schönen Feierabend wünsche ich euch beiden. Ja, wünsche ich dir auch. Ne? So, wir sind raus. Also, ja, René, du kannst ja auch noch Tschüss sagen. Ne? Ja, Tschüss. Man sieht sich nächste Woche wieder zum Trash-Talk. Der wird wieder ganz toll. Ich bin schon jetzt schon freudig erregt. Oh, ich bin auch schon sowas von erregt. Oh ja, ich bin sowas. Und dann gibt es auch Nacktbilder von Wampe, also freut euch drauf. So. Ja, Nacktbilder von. Oh ja, das ist fake and gay. Alles klar. So, tschüss. Tschüss. Tschüss.